Hallo und herzlich willkommen bei Caporilla. Ja, wir sind jetzt beim Baggersee nochmal, hier bei der kältesten Jahreszeit im Winter. Wir haben alles gegeben, waren 3 Nächte hier. Der See ist in der Nacht zugefroren, dennoch sind wir zum Erfolg gekommen. Jede Nacht war es sehr, sehr kalt, der See ist wirklich komplett zugefroren. Wir mussten teilweise die Ruten dann auch reinholen, weil sonst wäre die Schnur durchgekattet. Und es wäre für die Fische auch nicht gut. Das heißt, wir konnten nicht viel angeln, dennoch hatten wir Erfolg. Und wie wir das angestellt haben, das zeigen wir euch im jetzigen Video. Es ist jetzt der 2. Tag, 2 Nächte haben wir hinter uns und hatten 2 Bisse. Die Bisse haben wir beide relativ nah an einer Insel bekommen, beim Holz. Und da geht es aber auch relativ steil runter. Wir fischen auf 3,5 Meter, teilweise auch 4, so 3,5 bis 4 Meter. Und als Futter verwenden wir hier Folgendes. Wir wollen ja erstens die Fische nicht sättigen, aber wir wollen auffällig fischen. Und da haben wir jetzt als erstes hier mal so einen weißen Stickmix genommen und da kommen jetzt noch folgende Sachen rein. Ich nehme mir da folgende Sachen auch noch zur Hilfe. Das sind einmal hier Frankfurter Sausage Boilies, ein Frankfurter Sausage Mini Pellets, ein Garlic Dip und ein Frankfurter Sausage Dip. Dann habe ich hier noch einen Crusher und dann nehme ich jetzt hier erstmal ein paar von den Boilies und crush die da rein. Kann man dann ungefähr 2 bis 3 Hände reinmachen. Man kann manche etwas feiner, manche etwas gröber machen, dass einfach richtig viel Aromen ins Wasser freigegeben werden, aber die Fische sollen noch ein bisschen was zum Fressen haben. Ich denke, gut 3 Hände würden reichen. Als nächstes nehme ich mir die Mini-Pellets zur Hand. Die lösen sich in dem kalten Wasser zwar nicht wirklich schnell auf, aber sie lösen sich dennoch auf und sättigen die Fische auch nicht so sehr davon. Tue ich jetzt einfach mal so gut 2-3 Hände rein. Kann man die auch schon mal zur Seite legen. Und als letztes gieße ich jetzt dann hier erstmal den Garlic Dip drüber. Zuvor noch kurz schütteln. Da kann man dann hier im Winter schon mal einen guten Schuss drüber hauen. Es soll einfach schon richtig viel im Wasser passieren, richtig viel Aromen freigeben. Und dieser Garlic Dip, der riecht da schon sehr krass. Ist auf jeden Fall, denke ich, mit einer der Erfolgsrezepte hier drin. Und dann hier eben noch den Frankfurter Sausage Dip auch ein bisschen rein. Und das Ganze, das vermischen wir jetzt dann einfach noch mit Wasser, dass es relativ trocken noch ist, aber man es doch noch zu einem Ball machen kann. Macht das Futter nicht zu nass, sonst ist unten einfach ein Klumpen, aber es soll sich ja unten schon ein bisschen verteilen. Und dann füttert ihr das auf eurem Platz einfach auf ungefähr, ja, ich würde sagen 2-3 Quadratmeter, recht viel mehr würde ich nicht machen, einfach punktgenaues Füttern. Und wenn ihr dann noch den richtigen Platz findet, fangt ihr da auf jeden Fall.
erste Fisch der Session hat jetzt gebissen. Um ungefähr 11 Uhr müsste jetzt sein. Ist jetzt hier ein ganz, ganz kleiner Karpfen. Aber das ist im Winter scheißegal. Fisch ist Fisch. Hat auch auf einen extrem kleinen Köder gebissen. Aber, jawohl, auf jeden Fall schon mal entschneidert. Das ist ja der erste Fisch. Klein, aber fein. Man kann sich nicht drüber beschweren. Für den Winter ist das super. Den ersten Fisch nach ungefähr 12 Stunden gelandet zu haben. Ich werde die Rute da jetzt dann direkt nochmal hinlegen. Hoffentlich stehen da noch mehr. Ich lege die Rute da wieder mit demselben Köder hin. Das ist jetzt hier in dem Fall ein C1 Boilie mit zwei White Peppercorn Boilies von SBS Baits. Ich fische extrem kleine Köder, einfach für den Winter. Die Fische sind relativ träge, fressen nicht viel. Da müsste das perfekt sein. Die Rute kommt jetzt schnell wieder raus. Und dann essen wir jetzt erstmal, wärmen uns wieder. Die 3 Tage und 3 Nächte sind jetzt leider zu Ende. Ja, wir konnten einen Fisch überlisten, 2 Bisse hatten wir noch danach. Die konnten wir aber leider nicht rausbringen bzw. verwerten. Ist extrem schade, vor allem in dieser kalten Jahreszeit. Sind 3 Bisse schon echt gut in 3 Tagen. Aber ja, wir sind schon mehr als zufrieden, dass wir überhaupt was gefangen haben und ist extrem gut so. Ja, ich kann hier leider gar nichts fangen, bei mir ging auch gar nichts. Wobei man sagen muss, dass uns das Wetter nicht gerade einfacher gemacht hat. Der ohnehin schon hohe Luftdruck von 1028 Hektopascal, den wir am Anfang der Session hatten, ist dann rasant in der ersten Nacht auf 1044 Hektopascal angestiegen. Und in den weiteren Verläufen der Tage ist dann der Luftdruck wieder gesunken. Und es war nie wirklich ein guter Luftdruck. Und ich denke, es war ein entscheidender Faktor, dass dass so wenig eigentlich ging, weil der See hat doch guten Bestand. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten eine schöne Session. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf unseren Social Medias in Instagram und Facebook vorbei. Da sind wir immer aktiver. Und dann sehen wir uns 2017. Bis bald.